Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Armin Ströbe und ich darf bei den Dresdner Neuesten Nachrichten arbeiten. Und ich will Ihnen einfach nur, das Ergebnis von Dresden ist fantastisch präsentieren. Die Auswertung hat ergeben, dass insgesamt in dem Aktionszeitraum von 9 Wochen ca. 1400 verkaufte Menüs aus den Küchen der beiliegenden gastronomischen Betriebe kamen. Kommen wir einfach mal zur Bewertung. Die gesamte Aktion erlangte von maximal 5 Sternen in den Bereichen Menü, Ambiente und Service einen Durchschnitt von 4,55 Sternen. Mit einem überraschend deutlichen Vorsprung bei den Bewertungskupons ist der diesjährige Sieger von Dresden ist fantastisch, das Restaurant Maron. Mit 4,96 Sterne, das ist ja fast utopisch. Auf dem 2. Platz folgt das Restaurant Kastenmeier mit 4,49 Sternen. Und das Treppchen wird vervollständigt, aber nicht heute Abend. Das Restaurant Bülow, Bülows Bistro, die mit 4,35 Sternen den 3. Platz belegt haben. Vielen Dank. Wir haben hier. Mit zum Platz, nur die Vase musst du dann hier lassen. Selbstverständlich. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. So, dann würde ich Frau Richter, Herr Richter, genau, Sie müssen nämlich gleich schwer tragen. Einmal haben wir den 1. Platz für die Urkunde. Schwer zu tragen. Ich lasse mal die Hand rechts. Genau. Das ist nämlich der Pokal. Und es wäre schön, wenn Sie den mal so rumzeigen. Ich gehe mal rum. Ich habe einen Satz, der bleibt. Ich habe einen Satz, Reden zu halten, aber ich denke mal, ich sollte heute Abend ein paar Worte verlieren. Und zwar haben wir uns riesig gefreut, dass wir das Glück hatten, das Pokal zu gewinnen. Das ganze Team hat sich wirklich viel Mühe gegeben, muss ich auch wirklich so sagen, alle Mann. Und waren auch richtig dahinter, es hat uns Spaß gemacht. Wir haben das erste Mal in der Rad und sowas beteiligt, zumindest nachverwendet. Und wir sind ganz stolz. Und dass wir das heute empfangen nehmen durften, den Pokal. Bedanken möchten wir uns beim Verlag, Bernd Ströbe und seinem Team, der das überhaupt ins Leben gerufen hat. Ich denke, mit einigen Helfern, ich weiß, da haben einiges dazu gearbeitet. Ich finde das schön, sonst wären wir natürlich jetzt auch nicht heute Abend hier. Ganz besonders möchte ich mich auch bedanken bei meiner Frau, weil wir haben ja ein Hildegard-Menü vorgestellt, also eine Hildegard von Dingen. Sie ist die, die das eigentlich ins Leben gerufen hat, aus eigener Lebenserfahrung heraus, dann ins Haus reingebracht hat. Und wir dann angefangen haben, das in Haus seit, ich glaube, vor knapp 4 Jahren haben wir angefangen. Seit 2 Jahren ist ja ein bisschen intensiviert, das den Gästen auch vorzustellen. Und wie es scheint, scheint es zu schmecken. Sonst wären die Gäste nicht so entschieden. Ja, natürlich den ganzen Team. Unsere Küche. Und es war nur gemeinsam möglich. Der Herr Zyball, einer unserer stellvertretenden Küchenleiter, Herr Thienhagen, unser Küchenleiter, Herr Bormann, stellvertretender Küchenleiter und die Frau Hilbens, Herr Sonderstellvertretender Küchendirektor. Gutschein für die schwere Arbeit gibt es einen Gutschein zur Nackenmassage. Rückenmassage für die ganze Belastung. Kriegen aber alle. Nicht nur heute. Okay, gut. Dann vielen Dank. Übrigens, was hatten Sie gesagt mit 4,96 ja. Unser Menübewertung im Durchschnitt? Herzlichen Dank.
und vom Hildegard-Menü. Für viele ist es ja sehr fremd auch. Das Hildegard-Menü fängt nicht mit einem Martini an, sondern es fängt mit dem Wermut-Elixier an. Das trinkt man morgens nüchtern. Da beginnt der Tag einfach schon mal ganz toll, für manche auf jeden Fall. Trinkt man warm, deswegen ist der Martini auch nicht gekühlt und nicht verziert. Und es reinigt die Leber und die Lunge und hat sich tausendfach bewährt bei Arteriosklerose. Und es schmeckt auch alles lecker. Das gesamte Hildegard-Menü ist einzeln beschrieben, wie die Heilwirkung dann auch ist. Wer möchte, kann das gerne nachlesen. Ist der Symbol? Auf die Sieger. Ja. Und auf die, die heute nicht hier mitsitzt. Ich habe alle Mühe gegeben, man denkt. Und noch eine.